der Bastelzeit, heute ein bisschen improvisiert. Ja, ich habe da was vor die Nase bekommen, wo wir mal reingucken können. Und was so in die Kategorie fällt, warum baut man das? Ja, dieser wunderschöne Container hier. Na, ist noch nicht klar, was das ist. Na, holen wir mal den Rest ins Bild. Ja, das hier ist ein Springbrunnen. Aber ein seltsamer Springbrunnen. Wir haben hier unten unsere übliche Pumpe. 6 Volt, 1 Watt. Wir sehen auch ja, QVC, typisches Teleshopping-Ding. Das geht mit einem Kabel hier hoch, hat einen Stecker, der immerhin irgendwie so zwei Lippen dran hat, dass das Ding, was wahrscheinlich dann unter Wasser ist, nicht direkt absäuft. Der sieht auch noch erstmal ganz okay aus. Also da sehe ich keine Korrosion drin. Und ja, das Kabel geht entsprechend nach oben, der Schlauch auch. Und der Schlauch geht in diese Box hier. Das Kabel auch. Ja. Hier drin sitzt Elektronik und hier läuft mittendurch das Wasser und kommt hier oben raus. Elektronik und Wasser in einem Gehäuse, immer eine sehr gute Idee. Ne? Naja gut, gucken wir mal weiter, was wir sonst noch hier haben. Wir haben hier oben dieses Ding hier, wo wir irgendwie zwischen A, B und 0 hin und her schwingen können. Weil auch immer das jetzt heißen mag. Hier oben drauf sitzt normalerweise noch ein Aufsatz und ja, die Box hier hat Clips, also machen wir die Clips mal auf und gucken ins Innere, was uns da erwartet. Und da erwartet uns vor allen Dingen das hier erstmal. Das hier ist nämlich tatsächlich eine Box für Batterien. Es ist ein batteriebetriebener Springbrunnen. Ja, und was wir auch sehen, hier ist schon mal eine Dichtung. Das heißt, hier in der Mitte dieser Pfosten, da geht das Wasser durch nach oben. Und was wir auch schon sehen können, hier unten drin, da ist es definitiv mal nass geworden. Das heißt also, ja, nicht schön, aber, naja, hier unten ist zwar die Feder abgebrochen, aber das kann man eventuell noch retten, oder? Naja, es gibt natürlich noch eine zweite Seite. Die ist hier oben und hat offensichtlich auch ein bisschen was abbekommen. Wir haben auch hier ein bisschen Korrosion. Haben hier in der Mitte wieder das Teil, wo wir durchgucken können nach unten. Das heißt also, da geht unser Wasser dann durch. Aber wo eine Seite ist, ist auch eine zweite. Und naja, was ist denn das? Moment, das sind 3 Volt, das sind 6 Volt. Das hier sind 6 Volt. Also ist er einfach durchverbunden. Ne? So einfach ist das nicht. Wir haben natürlich eine komplette Elektronik mit Mikrocontrollern und alles hier drin. Ja, okay. Ich nehme das mal so zur Kenntnis. Was im Übrigen hier noch auffällig ist, ihr seht eventuell hier oben geht nirgendwo was durch. Und ja, das hier ist dann offensichtlich ein magnetisch oder irgendwie anders abgetasteter Schalter, der hier benutzt wird. Was wir aber auch sehen können, das Ding hier hat auch ein bisschen erwischt. Wir haben hier die Lötstoppmaske, die schon ziemlich aufgeblustert ist. Und wenn man drüber reibt, ihr seht, jetzt hängt sie hier bei mir am Finger. Hier unten drin hängen auch schon ein paar Flocken Lötstoppmaske. Also, ja, das ist nicht gut. Wir sehen auch hier, dass das anscheinend für verschiedene Modelle genutzt wird. Wir haben einmal hier hinten ein paar Jumper, die man anscheinend einlöten kann. Und vor allen Dingen haben wir hier eine große weiße Fläche, wo nichts aufgelötet ist. Ich könnte mir vorstellen, dass da ja, entweder noch ein zusätzliches Modul, ja, ich würde fast sagen ein zusätzliches Modul, vielleicht irgendwie Bluetooth-Steuerung oder so, dass man einen Smart-Springbrunnen hat. Wer weiß. Das Ganze hier basiert anscheinend auf einem Mikrocontroller oder ähnlichem. Ich meine, das müsste Holtec sein. Können wir uns gleich mal ein bisschen genauer angucken. Zur Pumpe runter einfach nur 2 Drähte, die angelötet sind. Also das klingt jetzt nicht so schwer. Ich würde sagen, wir gucken uns den hier an und gucken uns vor allen Dingen auch mal an, ob die Pumpe irgendwie anders noch zum Leben zu erwecken ist. Denn mir wurde gesagt, dass die zwar brummt, wenn man da 6 Volt drauf gibt, aber sonst nichts tut. Jetzt ist die Frage, was waren das für 6 Volt? War da genügend Umpf dahinter? Also war eventuell das Netzteil einfach zu schwach. Das heißt, wir versenken die gleich mal irgendwie in Wasser und werden uns hier unseren kompletten Schreibtisch unter Wasser setzen wahrscheinlich. Denn das hier, glaube ich nicht, dass wir da groß drüber reden müssen, dass das hier nicht zu retten ist. Also eventuell, dass wir wirklich noch die Hallsensoren hinkriegen. Also ich sehe hier schon, hier sind so Transistoren U2 und U4. Das klingt sehr nach Hallsensor, einfach weil sie auch da sitzen, wo halt hier A und B ist.
dass das eventuell der Fall ist. Und was mich auch interessiert, was zum Geier tun die hier noch alles? Denn, einfach nur 6 Volt durchschalten, habe ich die dumpfe Befürchtung, dass nicht, weil wofür dann ein kompletter DC-DC-Regler hier? Das erscheint mir Overkill. Meine Vermutung, dieses Typenschild hier ist Unfug. Das ist gar keine 6-Volt-Pumpe. Meine Vermutung wäre eher, das ist irgendwie 9 Volt, 12 Volt und das hier ist ein Step-Up. Denn, wenn wir uns das hier mal so ein bisschen angucken, das sieht mir jetzt nicht unbedingt so aus, als ob da wirklich die Pumpe da direkt verbunden ist. Naja gut, ich löte mal hier unten die Pumpe ab, dann haben wir das Board einzeln, können da auch genauer drauf schauen. Und vielleicht kriegen wir heraus, was zum Geier der da macht. Denn irgendwo hier muss ja auch irgendwas noch in Richtung Takt oder ähnliches sein. Oder zumindest mal irgendein Controller hier für dieses ganze Geraffel hier unten. Weil, 1000 Transistoren, also mindestens mal 3 Transistoren haben wir hier unten. Und hier oben haben wir noch einen Linearregler. Das muss ja irgendeinen Sinn ergeben. Ach ja, und der wunderschöne Quarz mit Fenster drauf. Nett. Okay, werfen wir dann mal einen Blick auf die Pumpe hier. Können wir die hier einfach perfekt ausstecken. Dann haben wir dieses Riesenteil da dran. Und wie gesagt, ich habe so meine Zweifel, dass die wirklich 6 Volt ist. Gucken wir erstmal hier unten drin. Da ist so ein kleines Flügelrad. Okay, ich kann es bewegen. Das heißt also, die Pumpe sitzt auf jeden Fall nicht fest, dass sie irgendwie ein Problem in die Richtung hätte. Geben wir einfach mal trocken ein bisschen Strom drauf. Das soll man zwar nicht tun, aber nee. Mehr als kaputt geht nicht. Und ja, so sehe ich dann wenigstens, was da los ist. Ich schätze einfach mal, dass das Center positiv ist. Ansonsten werde ich sauer. Steht hier was drauf? Nö. Okay. Wir wissen ja schon mal, sie soll 1 Watt können. Ne? 1 Watt. Gucken wir mal. 6 Volt und go. Also er zieht bei mir jetzt gerade 300 mA und ist in Current Limit gegangen. Das ist mehr als 1 Watt, aber gut, Anlaufstrom und so. Bei 6 Volt habe ich 400 mA, aber es dreht sich nichts. Okay, da kann was nicht stimmen. Ist es doch Center Positive, macht eigentlich keinen Sinn. Wobei, wenn ich so drauf gucke, hier oben ist auch so ein Muster drauf. Ist das nur Dreck oder... ist da eventuell doch irgendwas hinüber. Ja, versuchen wir mal, ob sie andersrum was sagt. Wenn ich rückwärts anschließe, habe ich kurz Strom, aber dann schaltet sich was ab. Kann sein, dass der einen Schwimmer drin hat und wirklich nur unter Wasser angeht. Wasser. Ich guck mal. Okay, ich werde es bereuen, aber Wasser. Loop. Kriegen wir irgendwie gerade oder sowas. Fürchte, dafür ist das Glas dann ein bisschen klein. Ja, doch. Liegt gerade drin. So, ich fürchte, viel sehen kann man jetzt nicht mehr, aber probieren wir uns mal. Strom an, würde ich sagen. Und? Nix. Na doch. Tja. 400 mA, aber tut nix. Sieht auch kaputt aus. Mein Hammer sonst noch was? Ja, ich kann mal eine andere Pumpe holen. Gucken, wie die sich verhält, so stromtechnisch. Aber so, die hier hätte ich noch im Angebot. Da steht auf jeden Fall 12 Volt drauf. Und ich weiß, dass er mal mit 12 Volt lief. Die lag zwar jetzt lange rum, aber normal ist ja kein Metall oder irgendwas drin. Das heißt, ich gehe auch fast davon aus, dass die 12 Volt dann auch funktioniert. Jetzt muss ich nur gerade meine Kabel mal wieder finden. Dann können wir einfach mal gucken, wie die ampere-technisch aussieht. Wobei er ja nicht ins Current Limit gegangen ist. Also, was sagt er? Nee. 100 mA oder sowas. Die schaltet aber ab. Okay. Ich glaube, wir sind da was auf einer Spur.
Er hat gerade ausgeschaltet. Wenn ich hier einschalte, er zieht 100 mA und geht dann runter. Jetzt gehen wir auf 12 Volt. 100 mA und geht dann runter. What the? Das ist genau das Verhalten, was ich bei der anderen eben auch gesehen habe. Okay, versuchen wir das mal mit mehr Umf dahinter. Anderes Netzteil, eventuell sollte ich auch gleich gucken, ob ich noch andere Messstrippen habe, weil ich weiß nicht, wie belastbar hier diese GroKo-Klemmen sind. Und dann probieren wir das einfach nochmal. 19 Volt wäre, glaube ich, etwas viel. 12 Volt klingt gut. Strom an. Kurzer Test. Okay. Und geht die Pumpe jetzt an. Ja. Okay, die braucht 300 mA etwa, wenn sie läuft. Ja, 300 mA und funktioniert so. Okay. Also, prinzipiell Pumpe geht, wenn ich sie hier an dieses größere Netzteil bringe. Jetzt ist die Frage, bringt die hier dann auch noch was? Der Murks ist ja, dass ich die dumpfe Befürchtung habe, dass eventuell das Ding Center Negative ist. Denn irgendwie kommt mir das hier spanisch vor. So, jetzt gehen wir nochmal runter auf 6 Volt. Das hat er ja so gewünscht. Strom an. Center Positive. Zieht 400 mA, aber tut nichts. Tut es aber auch dauerhaft. So, jetzt machen wir mal Center Negative mit 6 Volt. So läuft. Das ist wirklich Center Negative. Welcher Vollpfosten baut sowas? So, Center Negative 120 mA sehe ich. Ich glaube, das funktioniert. Tja, okay, ich habe die Befürchtung, dass einfach für mein kleines Netzteil der Anlaufstrom ein bisschen groß war und er deswegen ausgegangen ist. Aber wir wissen jetzt auf jeden Fall schon mal, dass die Pumpe hier läuft. Ich schätze, das hätten wir auch besser haben können. Denn auf der Platine stand da was drauf oder war da was erkennbar. Lasst mal gerade nochmal gucken. Können wir ruhig jetzt hier ins Wasser legen. Nee, so wirklich erkennbar war nix. So, wenn wir hier an den roten dran gehen, kommen wir in der Mitte raus oder außen? Wir kommen außen raus. Tatsächlich. Dann ist das wirklich Center Negative inklusive rotem Kabel. Boah. Okay, gut. Wir sind jetzt auf jeden Fall uns schon mal sicher, dass wir die Pumpe nutzen können, wenn wir die Polarität richtig rum haben. Außerdem können wir uns relativ sicher sein, dass die Pumpe hier offensichtlich eine ganz gute Schutzbeschaltung hat. Danach zu urteilen, dass ich die ganze Zeit rückwärts betrieben habe und er nicht kaputt gegangen ist. Also ja, Pluspunkt an der Stelle. Es ist auch tatsächlich 6 Volt, also jedenfalls lief es mit 6 Volt. Ja, gut. Den hier kriegen wir wohl nicht mehr flott. Wir könnten im Prinzip 6 Volt direkt irgendwie drauf geben. Gucken, irgendwie ein Akkupack oder so. Schön wäre, wie gesagt, wenn wir die hier noch, die Hallsensoren oder wenigstens einen ans Laufen kriegen. Aber ich habe die dumpfe Befürchtung, das Board hier ist so kaputt. Und ich habe auch nur mäßig Lust jetzt für einen Springbrunnen, der wahrscheinlich ja, nicht wirklich viel gekostet hat, da eine Platine zu designen und extra fertigen zu lassen. Das ist dann irgendwann auch nicht mehr so gut, das zu reparieren. Prinzipiell, ja, reparieren spart natürlich Ressourcen, aber wenn ich ein komplettes Board fertigen lassen muss, das braucht dann am Ende so viel Ressourcen in der Herstellung, das lohnt wahrscheinlich nicht, weil die Pumpe geht ja noch, es ist ja wirklich nur die Elektronik hier und das Gehäuse. Naja, mal gucken. So, dann gehen wir mal auf die Suche hier, was wir hier tun können. Wir haben hier auf jeden Fall ja nur eine einseitige Platine. Die Rückseite waren ja nur die Halterungen drauf. Und dann gehen wir mal auf die Suche, was hier wo stromtechnisch lang geht. Wir sehen hier auf jeden Fall, die beiden Batteriekontakte sind einfach nur miteinander verbunden.
Das heißt also, unser Plus und Minus kommt hier unten, ist ja auch beschriftet GND und VBAT. Also, VBAT, folgen wir dem mal. Das geht hier lang, geht hier drunter auf diesem Kondensator. Das heißt, das ist unser Hauptkondensator. Und dann wird es schon sehr dünn. Okay. Wir gehen hier drüber und hier drüber, wie es aussieht. Aber keine weitere direkte Verbindung oben, Mann. So, das heißt dann gleichzeitig, dass wir, folgen wir mal dem einen Transistor in der Mitte, dem Q2. Das heißt im Prinzip, das hier wird das Gate sein, was hier durchgeht. Und stattdessen, oder daran anschließend, haben wir dann hier den positiven Pol, der wieder rausgeht. Hä? Der wieder rausgeht. Hätte ich gesagt, aber wo ist dann der hier verbunden? Das macht irgendwie alles keinen Sinn, weil dann müsste der hier ja im Prinzip hier verbunden sein und was? Ah, Moment. Aha. Wir haben noch was vergessen. Die Batteriekontakte sind größer. Das hier ist auch Batteriekontakt. Und der auch. Das heißt, die drei hier, die sind miteinander verbunden. Und die drei hier auch. Das wäre dann Ground jeweils. Gut. Das heißt, wir können auch die hier mal gucken. Und der hier, ja, okay. Das macht schon mehr Sinn. Der Pluspol, der kommt hier lang, geht hier hoch auf den C2 vorbei und dann hier oben auf den Linearregler wahrscheinlich. Und der hier, der macht dann die Spannung für hier oben den Bereich. Okay. Heißt aber immer noch, dass uns ein bisschen was fehlt, wo zum Geier die Pumpe ihren Saft herbekommt. Da hilft es jetzt natürlich nicht, dass hier alles so abgebröckelt ist. Aber ich denke, das hier wird Ground sein. Kann das sein, dass das Minus war? Ich müsste gleich nochmal die Videos gucken, aber ich würde sagen, das ist Minus. Das heißt, wir kommen hier raus, kommen dann hier hinten lang, ja, hier unten auf dem, hier oben vorbei. Und dann sehen wir, dass das hier alles verbunden ist. Das heißt, die Pumpe ist direkt mit Minus verbunden. Das macht auch wieder nur mäßig Sinn. Denn das heißt, das Plus der Pumpe, was wir dann noch übrig haben, geht hier lang über diesen U6, wo nichts ist, auf den Kondensator. Und das war's. Okay. Was können wir noch machen? Ich habe, glaube ich, noch die andere Seite. Sekunde. Können wir hier noch irgendwas sehen? Ah, hier sehen wir aber, der Trace geht durch, wie es aussieht. Okay. Wenn der durchgeht, ist das natürlich was anderes. Das ist natürlich der Vorteil hier bei einer einseitigen Platine, dass man es so einfach sehen kann. Das heißt also, geht der wirklich durch? Okay, ja, okay. Das heißt, der hier geht durch. Moment, das ist aber orange, was wir da zeichnen wollen. Und geht interessanterweise auf den Minuspol von dem hier. Und gleichzeitig geht es hier über das dünne Trace nach oben auf LED. Okay, das hilft uns nicht weiter. Ich glaube, wir müssen die mal hier übereinander legen mit den guten alten Tricksereien. Das heißt, wir schneiden uns das hier mal passend. Zack, zack. Ziehen uns das jeweils gerade. Mal gucken, ob wir das hier schon haben. Das können wir noch ein bisschen besser machen. Das heißt, ich beschneide den. So, so. So, so. Und dann gibt es in GIMP die Möglichkeit einer perspektivischen Verzerrung. Ups. Ja. Das möchte ich sinnvollerweise auf dem Layer dahinter machen. Und dann können wir das nämlich so ziehen, dass es
Auch wenn es ein bisschen schräg fotografiert wurde, am Ende schön gerade ist hier. Wenn wir das mit beiden machen, haben wir halt den schönen Vorteil, dass wir am Schluss die Vorder- und Rückseite direkt übereinander legen können. Gehen noch was nach unten und Transformation. Gut. Dasselbe dann mit der anderen Seite. Wo müssen wir denn hier was transformieren? Was ist denn hier was? Die Ecken müssen in die Ecken. Okay. Das kriegen wir, denke ich, hin. So. Theoretisch müssten die hier jetzt beide übereinander passen. Okay, von der Größe her passt schon mal grob. Machen wir mal halb transparent. Ja, das geht schon mal. Wir müssen jetzt natürlich hier die noch einmal spiegeln. Dass wir das alles an der richtigen Stelle haben. Gerade nochmal gucken. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Ne, Moment. Da stimmt was mit meiner Spiegelung nicht. Hier ist ein Loch, da sind zwei Löcher. So, jetzt. Das kommt hin. So, jetzt haben wir die nämlich schön übereinander und können hier sehen, was wohin gehört. So, hier die Deckkraft mal runter oder was hoch. So, fein. Jetzt können wir nämlich hier auf die Suche gehen. Okay, so gibt das glaube ich keinen. Ich suche mal, ob ich das Ding, die Platine noch irgendwo habe und einen Multimeter und dann müssen wir glaube ich noch ein bisschen messen, weil ich würde schon gerne wissen, wo zum Geier die Pumpe geschaltet wurde. Okay, ich spiele mir erstmal eine kleine Runde. Ist doch mal wurscht. Das heißt, ich gehe einfach mal mit einer weichen Drahtbürste drüber, um alles, was irgendwie locker ist, an Lötstoffmaske hier runter zu bekommen. Okay, ich denke, das sollte jetzt passen. Also, wir hatten schon festgehalten, dass diese Pumpe hier direkt mit Minus verbunden ist. Richtig? Richtig. Okay. Das heißt, wir schalten auf jeden Fall Plus. Und ich habe die dumpfe Befürchtung, Plus kommt dann irgendwo hier unten von den Kondensatoren. Oder auch nicht. What the heck tut ihr da? Es ist tatsächlich der negative Pol. Warum basteln die sich hier eine invertierte Spannung? Okay, ich glaube, ich kapituliere an der Stelle, weil das wird mir jetzt ein bisschen zu kompliziert, irgendwie mit negativen Spannungen und so irgendwie riesen Spannungswandler nur Pumpe anzutreiben, die an- und ausgeschaltet werden soll. Konzentriere ich mich mal lieber auf das, was Sinn und Zweck der Sache ist. Kann man da noch irgendwas machen, dass man das eventuell wieder benutzen kann? Im Prinzip bräuchte ich ja lediglich einen von diesen Konvertern hier oder diesen Schallsensoren, sage ich mal, um zu erkennen, ist was da, ist was nicht. Der wird wahrscheinlich eine kleinere Spannung brauchen, also brauchen wir den hier. Und was wir bräuchten, der Ausgang hier von dem muss irgendwie verstärkt werden, also brauchen wir einen Transistor. Ich glaube, hier unten haben wir ein paar, ansonsten kriegen wir was hin. Und das sollte dann eigentlich ja ausreichen, wenn wir sonst keinen Kurzschluss drin haben. Das heißt, ich suche mir mal, ob es ein Datenblatt gibt zu diesen Hallsensoren. Das wäre dann zum Beispiel hier der. Und mit etwas Glück, ja, in der Auflösung sicher nicht. Mit etwas Glück gibt es dazu ja ein Datenblatt und wir können da einfach irgendwie 5 Volt oder 3,3 war, glaube ich, der Regler draufgeben und das Ding läuft wieder. Schaden würde das auf jeden Fall nichts, wenn das so lief, ne? So, gehen wir mal suchen. So, schauen wir mal, wenn ich nach 251Y Hall-Effekt suche, dann kriegen wir hier auf jeden Fall ein paar Infos. Also das klingt schon mal so nach einem Standardbauteil. Ich habe jetzt hier einfach mal einen von WXHXKJ Semiconductor mir rausgesucht. Low Operation Voltage 1,65 Volt to Activated Chip. Na, ich hoffe, da geht aber auch mehr. Ah ja, bis zu 6 Volt. Perfekt. Fast. Nee, also 6 Volt haben wir zwar mit den drei Batterien, aber das Problem ist, so eine volle 1,5 Volt Batterie, also Alkaline Batterie, die kann durchaus mehr Spannung haben. Das heißt also, ist es besser, dann noch einen Linearregler drin zu haben. High Sensitivity, da, 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 da. Okay, was machst du denn hier als Ausgang? Okay, Ausgang scheint Push-Pull zu sein. Das heißt also, der zieht sowohl nach Plus als auch nach Minus. Klingt gut. Ex
Supply Voltage 4,5 Volt. Stand hier oben nicht gerade 6 Volt? Okay. Offensichtlich also kein 6 Volt, sondern nur 4,5, also machen wir besser 3,3. Okay, das macht keinen Sinn. Wer hat dieses Datenblatt geschrieben? Supply Voltage, VDD, Maximum, absolutes Maximum 4,5 Volt. VDD, absolutes Maximum 4,5 Volt. Electrical Specifications, VDD, Maximum 6 Volt. Das ist Blödsinn. Nächstes Datenblatt. Taiwan Semiconductor. Micro-Power CMOS und so weiter. Was sagt der hier? 4,5 Volt. Absolute Maximum. 3,5 Volt Supply. Okay, das macht mehr Sinn. Jetzt gucken wir mal gerade. Wir hatten hier schon gesehen, was wo ist. Wir haben VCC Ground auf 3 und 2 ist Output. War das hier bei dem auch so? VDD Ground Output. Okay, die haben also auch das gleiche Pinout. Das heißt also, wir können davon ausgehen, dass das irgendein Standardpart ist, der dann auch immer denselben Bereich hat. Was wir jetzt noch gucken könnten, wie viel kann er schalten? Steht hier irgendwas? Output High Voltage, Output Low Voltage. Steht nix. Steht bei den Absolute Maximum Ratings. Output Current, 1 mA. Uff. Uff. Ich weiß ja nicht. Ah, ist das ein digitaler oder ein analoger Ausgang? Okay, ja, hier Output Behavior versus Magnetic Pole, South Pole Low, North Pole Low, Null or Weak Field High. Das heißt aber gleichzeitig, dass der auf Low geht, wenn wir ein Magnet haben. Auch nicht schön. Aber gut, ich glaube, bei der Schaltung mit so einem dicken Motor kommt es auch nicht darauf an, dass da irgendwie das Ding energiesparend ist. Ich meine, realistisch gesehen wird es wahrscheinlich nicht zum Einsatz kommen. Das ist jetzt einfach nur ein bisschen, um mal zu gucken, ob es überhaupt irgendwie reparabel wäre. Also wir wissen auf jeden Fall, wo Output ist. Wir wissen, wie wir hier das Ding ein- und ausschalten können. Also das sollte eigentlich passen. Was brauchen wir noch? Wir müssten noch gucken, ja, der Schaltregler hier, was hat er mal da, 7533, gibt's das? Gucken wir mal, 7533 Voltage Regulator, perfekt, 7533.1 Holtec, das passt sehr gut, weil das, was wir hier haben, ist ja auch ein Holtec Mikrocontroller. Und häufig benutzt man da im Prinzip dieselben Hersteller am Ende, um das Ganze abzugreifen. Wenn wir hier uns das angucken, hier haben wir auch unsere Ground, V-In, V-Out. Das käme auch hin. Ist das der richtige? Ja, 89. Wenn wir nochmal rüber gucken auf unser Ding von eben. Wo sind wir? Dann hätten wir haben auf dem mittleren Pin Plus und auf dem linken Pin Minus, käme das hin. Mittlerer Pin Plus, linker Pin Minus kommt hin, also da können wir auch sicher sein, dass das der richtige ist. Und was brauchen wir noch? Wir bräuchten am Ende irgendwas zum Schalten hier unten. Da haben wir ein J3Y zum Beispiel. Gucken wir mal, J3Y Transistor, ja, das ist auch irgendein Standardtyp, S8050 steckt dahinter, perfekt, S8050 habe ich schon mal gehört, wobei wir ja auch Plus schalten müssen, ne? Was ist denn der andere hier, da ist noch ein anderer Typ, X14X? X14X, mal gucken, was das ist. Mit Glück ist das ein PNP. X14X Transistor. File-Type PDF. Ja,
MBT-2907 PNP General Purpose. Das klingt richtig. Basis Collector Emitter. Current Gain 100 bis 300. Eng. Wobei es uns ja eh nichts hilft, weil wir auf der Plus-Schiene ja mit 9 Volt arbeiten. Mit 6 Volt. Und unser High-Pegel, den wir von unserem Sensor bekommen, ist 3,3 Volt, also eh zu wenig, also müssen wir eh noch ein NPN davor schalten. Na gut, geben wir einfach mal Saft drauf und gucken, was er draus macht. Was überhaupt jetzt noch lebt und was nicht. Vielleicht können wir da ja schon was sehen. Ein Magnet bräuchte ich noch, haben wir auch hier, wunderschön. Dann gehen wir mal auf die Suche. Also, gucken wir mal, dass wir 6 Volt da drauf kriegen. Nicht 12, die Hälfte tut es auch. 6 Volt und vielleicht nicht 1 Ampere. Na, 180, das ist mehr als ausreichend. So, was ist denn hier was? Wir haben hier unten unsere Hauptzuleitung, VBAT und GND. Das hier ist GND, das hier ist VBAT. Kriegen wir den irgendwie fest? Ne, wird schon halten. Und wir sehen 180 mA. Irgendwas dürfte warm werden, habe ich das Gefühl. Ne, machen wir mal ein bisschen mehr Strom. Ja, der braucht über 1 Watt, also... Irgendwas ist da nicht in Ordnung, so viel kann ich schon mal sagen. Nervig. Ich hatte gehofft, dass jetzt zumindest der Linearregler oder so noch läuft. Haben wir auf der Seite hinter dem hier einen Kurzschluss? Sieht nach Nein aus. 400 Kiloohm, also ich denke nicht, dass wir da ein Problem haben. Haben wir hier irgendwie ein Problem? Eher ja. 14 Ohm ist ein bisschen wenig. Also wir haben auf der Primärseite offensichtlich ein Problem. So, die Spule ist eh hinüber. Das heißt, ich knips einfach mal hier ein Draht ab. Damit haben wir die Spule hier aus dem Verkehr gezogen. Mal gucken, wie sie jetzt aussieht. Haben wir jetzt hier immer noch unsere 14 Ohm? Ja. Haben wir. Verdammt. Das war's also nicht. An welcher Stelle haben wir denn hier unseren Kurzschluss? Spontane Sache. Kondensatoren sind immer pfui. Machen wir den hier mal weg. Ein Kondensator weniger. Status. Hey, guck mal. Kilo-Ohm-Bereich. Der Kondensator war also nicht mehr gut. Machen wir den hier auch noch weg, weil der sieht nämlich auch nicht mehr so frisch aus. Wobei, er hält noch. Okay, gut, wenn er hält, dann bleibt er da drin. Aber wir haben auf jeden Fall einen kaputten Kondensator hier unten, der uns da Dinge kaputt gemacht hat. Fein. Das heißt im Prinzip, wenn ich jetzt nochmal Strom drauf gebe, wo ist mein Pluspol, sollten wir eigentlich keinen großen Stromverbrauch sehen. Tun wir aber. Ich meine, es ist besser geworden. 2,1 Volt. 2,1 Volt. 2,1 Volt. Okay. Gehen wir mal weiter auf Kondensator Suche. Und alles, was irgendwie so aussieht, als ob es ein Kondensator ist, kommt dann mal weg. Wie sieht es jetzt aus? Nein, keine Besserung. Oder einfach Saft drauf geben und mit der Wärmebildkamera gucken, was warm wird. Das geht natürlich auch immer. Oder einfach Saft drauf geben und nicht mit der Wärmebildkamera gucken, was warm wird, sondern einfach gucken, was qualmt. Das geht genauso. Klingt nach einem Plan. Also, Vollgas. Irgendwas zieht 3 Watt. Ich sehe es qualmen. Ich habe es qualmen gesehen, aber ich sehe nicht, was es war.
Hier unten in der Ecke. Die Diode wird warm. Okay. Diode ist. Weg mit dir. Und immer noch. Das ist der Kern von der Spule? Was zum? Du bist nicht angeschlossen. Was soll der Unfug? Okay, du solltest nicht angeschlossen sein, ist die korrekte Aussage. Habe ich Heißluft hier? Ich glaube, ich habe Heißluft hier. So, wenn es das war, ist es jetzt weg. Und hey! Es ist tatsächlich weg. Interesting. Ah, okay, dann war tatsächlich so viel Korrosion hier unten drunter, dass der irgendwie einen Kurzschluss gemacht hat. Das hätte ich nicht gedacht. 3,3 Volt, stabil. Yay. Ja, kann man nicht sehen, aber das sieht gut aus. Wir kommen auf jeden Fall bis hier hin. Wie sieht's jetzt an dem Magnetdings? Ist auch da. Wo war Ausgang? War Ausgang der zweite oder war Ausgang die Mitte? Ja, gerade nochmal schauen. Das heißt, jetzt haben wir High. Was passiert, wenn ich mit dem Magnet in die Nähe komme? Jo. Also unser Ding hier schaltet noch. So, blöde Frage. Ja gut, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie der Mikrocontroller funktioniert hat. Deswegen ist das schwierig, jetzt hier eine Aussage zu treffen, ob der noch läuft. Denn wenn das Signal noch irgendwo hier unten ankäme für Ein- und Aus, dann könnte man sogar die Original-Timer und so benutzen. Ich meine, hier kommen irgendwie 2, irgendwas Volt unten an. Okay, wir können ja einfach mal hier gucken, was hier so rauskommt. Das hier müsste ja Ground sein, richtig? Nee, ist es nicht. Das sind irgendwelche 5 Volt, 6 Volt. Okay, now we are talking. Tut sich da was ändern, wenn wir hier was tun? Nein, nein. Tut sich auf der Seite hier etwas ändern? Ja. Das sieht gut aus. Hier schalten wir was. Mhm. Das heißt, wir haben hier tatsächlich an einer Ecke vom Transistor ein Signal, wo wir sehen, ob wir ein- oder ausschalten sollen. Wie sieht das hier aus? Nichts. Hi. Okay, der schaltet offensichtlich auch. Beim Auslöten kam mir gerade ein Widerstand entgegen. Den bräuchte ich noch. Ist der eventuell hinüber? Ja, der ist Open Circuit. Okay, wenn unser Pull-Up fehlt, dann kann die Schaltung nicht gehen. So, 6 Volt ein, 6 Volt sind da. Und wenn wir jetzt hier gucken, an dieser Stelle hier, dann haben wir da aktuell 5,95 Volt. Perfekt. So, jetzt ist die Frage mit Magnet. 2 Volt. Okay, bisschen weniger als erwartet, aber... bisschen mehr als erwartet, aber ich denke, das müsste ausreichen, um den PNP-Transistor dann zu schalten. Das heißt, wir haben jetzt an dieser Stelle hier... unser Signal, und zwar High, wenn wir ausgeschaltet sind, Low, wenn wir eingeschaltet sind. Wenn wir jetzt hier die beiden verbinden, dann kommt unser Schaltsignal hier oben an, dann müssen wir hier den Widerstand, der ist mir eben auch abgefallen, den entweder kurz schließen oder verbinden. Und dann kommt hier unser Schaltsignal an, genau auf der Basis von diesem PNP. Wir haben hier unten den Emitter, der hängt an den... an der VCC dran, an 6 Volt, und wir haben hier den Kollektor, da könnte man dann unsere Pumpe dranhängen. Das würde funktionieren, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Ja, das müsste gehen. Gucken wir erstmal hier bei unserer Basis. Die müsste aktuell auf 6 Volt sein, ja. Wenn wir hier mit dem Magnet drüber gehen, geht sie runter. Wunderschön. Und wie sieht es am Ausgang aus? Theoretisch dürfte da aktuell nichts sein. Ja, und wenn wir einschalten? Bingo, 6 Volt.
Ha! It's alive! Dann muss ich jetzt im Prinzip nur noch die Pumpe wieder dran machen. Dann machen wir wohl mal wieder alles fest. Zumindest mal so weit, wie es geht. Theoretisch müsste der damit laufen, ne? Wenn ich jetzt nichts falsch gemacht habe, dann gucken wir nochmal. Hier hatten wir noch irgendwo eine Stromversorgung, die genügend Umf hatte. So, absichtlich mal ein bisschen weniger einstellen. Mir reicht es, wenn ich sehe, ob er anlaufen will. Verdammt, welche Seite war die, die verbunden ist und welche war die, die nicht verbunden ist? Bist du verbunden? Ja, das ist ein Kurzschluss. Dann müssen wir hier an die. Das ist kein Kurzschluss. Okay. Wo ist die Pumpe? Machen wir die direkt mal mit dran. Gucken, was passiert. Worauf steht der Schalter? Der steht, denke ich, auf 0. Strom an. Nichts passiert. Ich drehe jetzt den Schalter. Und? Nix. Nix. Doch, da war was. Da geht an. Ich höre ein leises Fiepen und der Strom geht auf 14 mA hoch. Klingt gut. Dann machen wir mal statt 3, irgendwas Volt unsere 6. Dann schauen wir mal, ob die auch tatsächlich läuft. Machen wir mal wieder hier unser Wasserglas. Versenken das Ding. Okay. Moment der Wahrheit. Hat unsere Reparatur funktioniert? Also Sternreparatur, Strom an, nichts passiert, stopp, Strom an, sagte ich. So, jetzt ist auch die Energieversorgung an. Wenn ich jetzt hier hinten unseren Ding drehe, passiert nichts und in die andere Richtung, er läuft. Ich denke, man kann es sehen, da bewegt sich was im Wasser, 130 mA und wenn ich hier zurückdrehe, geht er aus. Wunderschön. Ja, wenn wir es schon so quasi fast wieder repariert haben, dann machen wir es auch richtig. Ich bin hingegangen, habe mit so flüssigem Isoband meine Schnittstelle ein bisschen hier festgemacht, dass die nicht direkt auseinander geht. Außerdem natürlich unten drin die Feder muss ersetzt werden. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen Kupferdraht geholt, habe den passend zurechtgebogen und den unten reingelegt und dann so geguckt, dass wir da auch entsprechend Kontakt haben. Das hat auch funktioniert. Und was ich noch machen musste, wenn wir hier gucken, hat nicht funktioniert. Die Lösung war relativ einfach, wenn wir oben reingucken in unseren Deckel. Da war eine von den Kontaktflächen auch noch ein bisschen mitgenommen. Die habe ich dann nochmal freigekratzt und danach war die Spannung auch da. Funktioniert das am Ende trotzdem nicht, obwohl ich hier das Ganze im Prinzip richtig angeschlossen habe. Ich gehe einfach davon aus, dass die Batterien Murks sind, weil wenn wir mal hier drauf gucken, mindestens haltbar bis April 1995, die liegen eventuell schon was länger. Sie haben zwar noch Spannung, aber vielleicht, dass die unter Last zu stark einbricht. Also, aber wir haben ja gesehen, mit dem Netzteil funktioniert das. Ich gehe sehr stark davon aus, wenn wir hier neue Batterien reinmachen würde, dann würde im Prinzip dieser Springbrunnen auch wieder funktionieren. Man kann dann von außen, ohne dass Wasser reinkommt, ein- und ausschalten. Und theoretisch ist er damit wieder einsatzfähig. Praktisch würde ich davon ausgehen, dass er nicht lange durchhält. Ich meine, wir haben gesehen, da ist irgendwie Wasser reingekommen. Also irgendeine Dichtung hat nachgegeben. Und ich gehe davon aus, das wird auch wieder passieren. Selbst wenn man die jetzt hier nochmal neu einschmiert mit Dichtmasse und alles. Es ist einfach eine blöde Idee, Elektronik im Wasser zu versenken. Gibt wahrscheinlich schönere Lösungen. Trotzdem, ja, eigentlich bin ich reingegangen mit der Idee, komm, ich guck mal, ob die Pumpe noch funktioniert. Jetzt habe ich im Prinzip das ganze Ding dann doch noch repariert. War jetzt überschaubarer Aufwand auch noch ein bisschen interessant, um mal so ein bisschen zu erkennen, wie kann man denn da vorgehen. Gerade das, ja, okay, Kondensatoren sind halt immer eine gute Baustelle, um zu suchen, so einen Wasserschaden. Und auch wenn ich am Ende jetzt nicht verstanden habe, was zum Geier diese Schaltelektronik da drin zu suchen hat, denn sie ist absolut unnötig. Wir haben einfach zwei, drei Komponenten rausgeholt, haben zwei, drei Sachen kurz geschlossen und jetzt funktioniert das Ding wieder. Also ja, auch wenn es nicht geplant war, offensichtlich tut der Springbrunnen jetzt wieder, was er soll.